Ja, hier ist es natürlich bedeutend ruhiger als im Norden Syriens. Heute um 9.30 Uhr wahrscheinlich pünktlicher Sitzungsbeginn. Und es wird ja ein neuer Bundesratspräsident gewählt. Das ist turnusgemäß festgelegt. Das ist ein formaler Akt. Bis Ende Oktober dieses Jahres war es ja Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der 12 Monate lang hier Bundesratspräsident war. Das ist das zweithöchste Staatsamt. Und im Fall der Vakanz des Bundespräsidentenamtes ist der Bundesratspräsident auch unser Staatsoberhaupt. Auch das hat es ja in der jüngeren Vergangenheit schon gegeben. Daniel Günther tritt dann als Vizepräsident sozusagen als erster Vizepräsident ein Stück zurück. Als bisheriger Bundesratspräsident ist er erster Vizepräsident ab 1. November. Der zweite Vizepräsident ist dann der zukünftige Bundesratspräsident ab November 2020. Das ist Rainer Hasselhoff aus Sachsen-Anhalt. Ja, dieser formale Akt wird stattfinden. Es wird übrigens auch die sogenannte Europakammer gewählt. Das ist eine ganz wichtige Institution, die kaum jemand kennt. In allen wichtigen europapolitischen Angelegenheiten, die möglicherweise auch relativ plötzlich auf der Agenda stehen, tritt dann diese Europakammer zusammen und kann dann für das Plenum oder anstatt des Plenums europapolitische Entscheidungen des Bundesrates unserer Länderkammer treffen. All diese Funktionen, die damit zusammenhängen, auch Ausschussvorsitzende, werden heute Morgen neu gewählt. Das geht relativ schnell. Das sind formale Wahlakte. Und dann geht es an die Inhalte. Wichtigster Tagesordnungspunkt heute gleich am Anfang ist das sogenannte Strukturstärkungsgesetz für die Kohleförderung. Da geht es um den Kohleausstieg, vor allen Dingen der Braunkohlereviere in Deutschland, in der Lausitz, in Mitteldeutschland und am Rhein, am Niederrhein. Dort geht es ja um insgesamt 40 Milliarden Euro, die dafür aufgewendet werden sollen bis 2038. Davon sind aber erst 10 Milliarden so richtig verplant. Wo kommen die anderen 30 Milliarden her? Da haben die ein oder anderen betroffenen Bundesländer wie Brandenburg, wie Sachsen oder auch wie Sachsen-Anhalt Bedenken, dass das Geld vielleicht doch nicht so sicher fließen könnte, wie es angekündigt worden ist. Das ist ja auch in den Bundesländern, in ostdeutschen Bundesländern höchst umstritten. Auch die Wahlergebnisse in Brandenburg und Sachsen am 1. September haben das ja gezeigt. Überall dort, wo der Braunkohleausstieg droht, aus Sicht der dortigen Bevölkerung, hat die AfD ja besonders gut abgeschnitten, die ja diesen Braunkohleausstieg rundheraus verwirft und ablehnt. Sie haben den Gong gehört. Es wird jetzt jeden Moment losgehen mit den Wahlen und dann mit dieser ersten Debatte zur Kohleförderung, Kohleausstieg bis 2038. Da werden auch einige Länderchefs sprechen. Ein wichtiges Thema, das ja übrigens auch sehr eng zusammenhängt mit dem Thema Klimapolitik, Klimaschutz, Klimapaket. Man kann ja die Emissionen dadurch auch schneller drücken, indem man eben auch schneller aus der Kohle aussteigt. Aber auch das ist ja höchst umstritten, gerade in den Ländern, die davon besonders betroffen sind.